Moin Moin, willkommen zurück bei Wild Thing und einem Top Review. Ein Top Review der besonderen Sorte, weil große Band, sehr große Band, quasi die Speerspitze des deutschen Hardrocks, die Scorpions. Die Scorpions haben ein neues Album rausgebracht, das heißt Rock Believer. Die wollen den Glauben an den Rock zurückholen. So sieht das aus. Das ist jetzt rausgekommen. Es sind insgesamt 11 Songs, knappe Dreiviertelstunde Spielzeit. Fahren relativ schön auf. Ich habe hier eine Version mit einer Bonus-CD noch bei, mit einer zweiten CD mit 5 Songs drauf, eine Akustikversion von einem Song des ursprünglichen Albums. Ich kümmere mich aber in erster Linie jetzt mal ums eigentliche Album. Naja, erstmal generell zu Scorpions. Die sind in einer Besetzung unterwegs, die ich sehr schätze. Klar, die Songs schreibt weitestgehend Rudolf Schenker zusammen mit Klaus Meine. Aber es ist so, dass der Drummer Mickey D ist. Das ist einfach mal was Geiles. Die haben diesen Kotek-Typen irgendwann ja mal losgeworden und keine Ahnung, was danach noch passierte. Aber Mickey D, Ex-Drummer von Motorhead, coolste Socke unter dem Planeten, ist Drummer bei den Scorpions. Hat mir die ganze Band nochmal einfach ein bisschen aufgewertet zum generellen Sound. Ja, Mickey D sticht jetzt nicht hervor, das muss man jetzt direkt mal vorweg sagen, wenn wir gerade das Thema eh hatten. Man hört aber natürlich klar, der Fokus liegt auf Rudolf Schenkers Gitarre und Klaus Meines Gesang. Zu Klaus Meines Gesang, natürlich, der wird älter, man liebt ihn oder man hasst ihn, nicht jeder kommt auf seine Art des Gesangs klar und auch, ja, wie der gealtert ist, muss man auch sagen, ich finde es live auch manchmal ein bisschen schwierig, aber auf Alben performt er immer top, finde ich klasse, gefällt mir gut und da macht Klaus Meine einfach einen Top-Job und ganz alles in allem muss man sagen, und das kann man so vorwegnehmen, ist es ein Classic Scorpions Album. Ich muss auch zugeben, die letzten Alben fand ich immer gut bei denen, auch wenn ich eine sehr gemischte Meinung über Scorpions hier und da habe. Fand ich die Alben, die zuletzt abgeliefert haben, immer stark. Es ist doch so, dass die immer neusige Hardrock-Songs gespielt haben, ohne jetzt groß in die Tiefe zu gehen, aber es war auch nie so ganz der Anspruch von Scorpions, sondern die sind riffig, ne? Meistens aber mit einem catchy Refrain, mit einem guten Wiedererkennungswert. Und dabei aber nette, gute, dienliche Riffs, ohne jetzt, dass in virtuose Künstlersphären abdriftet, aber gute, einfach Hardrock, Heavy Metal Riffs und wie soll man sagen, einfach ein guter Sound, der aber halt auch immer ein paar Songs mit sich bringt. Und das ist halt, und das ist das Schöne dann bei Scorpions, auch bei aktuellen Scorpions, dass es nicht immer nur so klingt wie so ein, wie gealterte Legenden. Ne? Du hast ja viele Bands heutzutage von diesen gealterten Legenden, die in den 80ern eine dicke Nummer waren, die klingen heute noch wie die damals, aber das Songmaterial ist Quatsch. So, ne, und dann hörst du dann doch wieder und denkst, das neue Album ist dann was für Fans und dann hörst du wieder die geilen Originalsachen aus den 80ern. Und bei Scorpions ist es so, dass die neuen Sachen immer noch seine Berechtigung haben, weil die einfach gute Hits schreiben, weil die einfach nach wie vor songmäßig abliefern. Und das ist der große Punkt. Und das war der große Punkt bei den letzten Alben und so viel vorweg, bei dem Album wurde ich da auch nicht enttäuscht, zumindest nicht vollends. Weitestgehend startet das Album relativ, Happy Day Rock so ein bisschen. Also es fängt an mit Gas in the Tank, erster Song, ist so, also wirklich so ein bisschen Happy Rock. Das ist ein Song über den Rock selbst und Play it loud, play it hard und so. Dabei ist der Song nicht laut und hart, ist aber egal, ist ein guter Auftakt. Kommt Stimmung auf, eher mit einer positiven Atmosphäre. Überhaupt das ganze Album startet sehr positiv, mit einer relativ positiven, Emotion, muss man sagen. Und der Song ist auch nicht sonderlich lang, der geht etwas über 3 Minuten. Hardrock-Nummer, super Opener, genau da, wo er sein muss man ganz klar sagen. Zweiter Song, Roots in My Boots, ist dasselbe. Man muss zugeben, das ist so, das kocht dann jetzt nochmal so das Süppchen noch so ein bisschen mit vom ersten Song. Ist ein bisschen weniger hittig, finde ich. Ist auch so von der Stimmung eher positiv, ebnet den Weg einfach weiter fürs Album. Dann kommt Knock 'Em Dead, der hat auch so ein Happy Day, Happy Riff mäßiges Attitüde, wirkt dann schon ein bisschen wie ein Füller beim dritten Song, muss man leider sagen, Knock 'Em Dead. Um dann den vierten Song, den Rock Believer, eher eine Art Hymne, den Titeltrack halt auch zu präsentieren. Ich fand den am Anfang beim ersten Mal hören echt nicht gut, muss ich sagen. Ich habe so gehört, das ist irgendwie zu wenig, zu dürftig, zu dünn. Aber der braucht ein bisschen und ich finde, dann wärmt der auf. Also auch eher auch positiv von der Stimmung. Rock Believer, ich meine, es ist halt textlich, es ist jetzt keine hohe Kunst, muss man dazu sagen. Aber es ist so eine geile 80er Arena-Hymne. So mit Feuerzeug ein bisschen, aber auch mit Power. Kommt gut, macht Laune. Braucht aber ein bisschen. Das fand ich halt, braucht ein bisschen. Man kann verstehen, dass es der Titeltrack ist, weil der Titel Rock Believer natürlich einfach einen gewissen
Wumms mit sich bringt, den man natürlich auch so irgendwie von Scorpions dann erwartet. Und ja, bis dahin ist halt wirklich, hat man so eine, wie soll man sagen, positive Grundstimmung im Album. Das ist so Bock auf Rock, weißt du, das ist so richtig Bock auf Rock-Stimmung. Und dann schwingt das ein bisschen um, was mir aber sehr gut gefällt. Dann kommt der fünfte Song, Shining of Your Soul. Das ist eine eher emotionale Nummer, aber eine gute Nummer. Und die gefällt mir besonders, weil die eine richtig schöne Bridge hat. Der Refrain ist nur so ein Abschluss letztlich, aber hat eine schöne Bridge, ist deutlich emotionaler und da merkst du, die Stimmung kippt ein bisschen. Ne? Wir hatten sonst immer so Bock auf Rock, so geil, gute Stimmung, gute Zeit, Mucke. Und jetzt merkst du, es geht ein bisschen in die Haut, es wird ein bisschen ja gedanklicher auch. Das geht dann so ein bisschen halt weiter. Dann kommt halt sechster Song, Seventh Son, nicht Sohn, sondern Sonne. Der ist ein bisschen, ja, der hat so einen Fußstampf-Rhythmus, so ein bisschen wie The Zoo, kennt ihr ja von den Scorpions 100 Pro. Aber die gesamte Stimmung ist eher komplex, also das ist auch eher ein bisschen düster, bei Scorpions muss man mit düster natürlich vorsichtig sein, aber der ist von der Struktur komplexer, der ist tiefgehender, der ist auch ein bisschen länger, hat fast so eine mystische Atmosphäre, dazu aber diesen Fußstampf durch den Bass und durch die Drums gedrückt, natürlich dim, 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 so, ne, und da kommt eine andere Stimmung rein. Die halt beim fünften Song Shining of Your Soul schon durch angeteasert wurde, ist bei Seventh Son halt weitergeführt. Dann kommt Hot and Cold. Das ist so ein bisschen zurück in alte Muster. Ich finde den Song eher ein bisschen störend auf dem Album. Der ist ein bisschen stumpf. Das ist ein netter Riff, ein guter Riff, muss man sagen. Eher ein Rudolf Schenker-Song, also von meinem persönlichen Fokus her. Aber ich finde den Song ein bisschen stumpf, auch von dem textlichen Aufbau und so, das ist nicht so meins. Dann kommt When I Lay My Bones to Rest, was ja erstmal nach Ballade klingt, ist aber mit die schnellste Nummer auf dem Album. Mit einem, ja, auch wieder so ein bisschen wie beim ersten oder zweiten Song, mit so ein bisschen Bock auf Rock-Stimmung, aber eine schnelle Nummer dabei. Das gefällt mir sehr gut, die ist auch kurz. Eine schnelle Nummer kommt einfach gut, muss man sagen. Dann kommt neunter Song, Peacemaker. Peacemaker, ungefähr der Song, den diese Zeit aktuell braucht, muss man mal ganz klar sagen. Geht unter 3 Minuten, ist auch eher schon eine Metal-Nummer, weil der Riff ein bisschen komplexer ist. Auch vom Tempo wieder ein bisschen mehr so, ne? Und mich erinnert der irgendwie an Iron Maiden so ein bisschen. Ich finde, das hat so ein bisschen was von einer, auch wieder den Refrain singt, Peacemaker, Peacemaker, na 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 na. So, das hat irgendwie für mich was Iron Maiden-mäßiges. Bringt ja aber nochmal eine neue Note an, weil es fängt halt, ich habe ja am Anfang gesagt, so Happy Rock ein bisschen, sehr rockig an, aber nicht metallisch. Das heißt, es gibt ja doch, wie ich finde, hier und da eine klare Trennung. Und das bringt nochmal wirklich einen Metal-Song mit rein. Und da ist Peacemaker einfach ein Song. Plus, dass zu der aktuellen Zeit der Song bitter nötig ist. Das muss man dazu schon auch sagen. Zehnter Song, dann vorletzter, Call of the Wild, finde ich, den finde ich nicht gut. Das ist wirklich so mein wenigst geiler Song, der wirkt wirklich wie noch bonusmäßig auf Songs, aufs Album gedrückt. Call of the Wild ist ein richtig klassischer Füller-Song mit einem Tempo, das mir auch nicht sonderlich gefällt. Ich finde den Titel auch echt abgedroschen, muss ich dazu sagen. Der stört mich ein bisschen. Und dann kommt zum letzten Song, elfter Song, When You Know Where You Come From, das Highlight des Albums zum Abschluss. Ist eine Hymne, fast eine Ballade. Und handelt halt davon, ich meine, der Text ist gut, ist nett, ist auch jetzt nicht literarisch hochwertig, würde ich sagen, oder das hat jemand sich was mit Bildern überlegt, aber der ist direkt schon, muss man sagen, aber der gibt einfach Sinn und die Emotionalität des Songs, wie den aufbauen, sehr ruhig und when you know where you come from, you know where you are going und so, finde ich, trifft einfach eine gute Note und wird musikalisch hervorragend umgesetzt, weil die Emotionalität dabei rüberkommt. Und wie gesagt, dann gibt es halt noch eine CD2, da sind noch ein paar Bonus-Songs drauf. Unter anderem auch vom besagten letzten Song, dem 11. Song, When You Know Where You Come From, eine Akustikversion, die ein bisschen kürzer ist. Nicht uninteressant, aber halt auch wirklich nur ein Bonus. Und dann hast du halt das neue Scorpions-Album. Ich finde halt die Struktur spannend, weil du fängst an mit so richtig Bock auf Rock-mäßig, ne? Habe ich schon gesagt. Mit Gas in the Tank und Roots in My Boots. Ich meine, Roots in My Boots, Gas in the Tank, du merkst an den Titeln schon, das ist schlicht, das soll rocken, das soll funktionieren, das tut's. Ein paar Füller sind halt drauf, ich finde Knock 'Em Dead so eine Sache, ich finde Hot and Cold so und Call of the Wild. Vor allem Hot and Cold und Call of the Wild sagen mir wenig zu, die sind mir ein bisschen zu stumpf, beziehungsweise einfach irgendwie, das sind einfach nicht meine, zu sehr Füller. Ist aber okay, weil das wird mit Hits ausgeglichen.
Gas in the Tank mit dem Play it loud, play it harder, super Nummer, einfach, schlicht, tut was es soll, funktioniert. Der Titeltrack macht ein bisschen was her, finde ich. Das absolute Highlight ist When You Know Where You Come From, muss man ganz klar sagen, mit einer Emotionalität, die man annimmt, die authentisch ist. Und ich finde halt nach wie vor auch Seven Sun echt cool. When I Lay My Bones to Rest als schnelle Nummer, auch Peacemaker als Metal-Nummer. Das Schöne ist halt, die Hits, die guten Songs überwiegen. Und das mit großem, großem Anteil. Und ich finde, das machen sie einfach auf dem Album ja hervorragend. Es ist ein klassisches Scorpions-Album. Und ich finde, das ist ein Album, was zeigt, auch, ich meine, das sieht aus wie Blackout, das sieht aus wie irgendwas, das sieht aus wie Oldschool Scorpions. Die haben versucht, Oldschool zu klingen und ich finde, es ist denen erstaunlich gut gelungen. Das sind nicht verklausulierte, verkopfte, viel zu lang, ne, Edguy-Phänomen, ich wende es ja immer wieder gerne. Songs müssen pflichtmäßig 5 Minuten gehen. Wir brauchen mindestens 14 davon auf dem Album. Davon lösen die sich. Du hast einfache, schlichte Hardrock-Songs, die nach Scorpions klingen. Klar. Klaus Meine ist alt geworden, brauchen wir noch gar nicht drüber reden. Das hörst du in seiner Stimme auch. Aber du hast halt immer noch diese unique Klaus Meine Stimme und er macht seinen Job immer noch hervorragend hier drauf. Und es ist ein neues, oldschooliges Scorpions-Album. Das muss man einfach mal so sagen. Und die Hits überwiegen. Also When You Know Where You Come From, Peacemaker, Seven Sun, Gas in the Tank, der Titeltrack und. Das sind alles Hits, das sind Hits. Und du hast ein paar Filler-Songs scheiß drauf. Die hast du auch auf dem Sting in the Tail oder auf dem Blackout. Und, oder weiß der Henker auf Animal Tralala. Auf jedem verdammten Album wirst du ein paar Filler-Songs haben. Das Wichtige ist nur, dass das Album nicht nach Filler-Songs klingt. Und das tut's nicht. Zur Bewertung muss ich dann sagen, werde ich aber trotzdem nur 4 von 5 geben. Das liegt daran, dass es dafür dann für Scorpions nicht innovativ genug ist. Gut, jetzt sagte ich, das ist ein Oldschool-Scorpions-Album. Was müsste sein, damit es innovativer ist? Vor ein paar Alben haben die ja The Good Die Young mal rausgebracht mit der Nightwish-Sängerin. Da, finde ich, haben die zum Beispiel eine Note reingebracht, die gut kam. Da haben sie nochmal ja, mit Gastsängern gearbeitet und. Das ist dann das, was mir hier so ein bisschen fehlt. So ein bisschen, ja, was Neues nicht, weil es soll nach Scorpions klingen, aber ein neuer äußerer Impuls oder vielleicht doch nochmal noch eine schnellere, noch eine härtere Nummer. Wir haben Mickey D an den Drums, haut doch einen raus. Das hat mir gefehlt für den 5. Punkt. Es kratzt deutlich näher an 5 von 5 als an 3 von 5, ganz klar. Aber mit 4 von 5 bin ich da schon ganz gut bedient. Kann man nicht anders sagen. Es ist ein Scorpions-Album. Man liebt es oder man hasst es. Das ist halt ein bisschen so. Gerade was auch Klaus Meines Gesang angeht. Alles in allem finde ich den Umfang gut. Ich meine, es ist halt Scorpions. Das ist jetzt auch alles, soll ja auch alles nicht literarische Hochkunst sein oder auch virtuoses Gitarrengewichse. Und es ist klassisch Scorpions, aber 2022 und dabei mit Hits. Das ist das, was für mich hier das Relevante ist. Deswegen 4 von 5 von mir, Scorpions. Wie gesagt, live habt ihr ja doch einige Male gesehen. Inzwischen finde ich das ein bisschen aber macht immer noch irgendwie Stimmung. Also kann man ja auch nicht sagen. Die Songs sind halt auch einfach gut, die dahinter stecken. Finde ich zumindest. Und ich finde, die haben noch ein paar dazu getan. Also so ein Peacemaker ist auch einfach eine coole Nummer. Ist eine coole Nummer. Ein kleiner Hit. Muss man einfach mal sagen. Ob das jetzt rankommt an die Nummern von damals, Zoo und weiß der Henker was, sei dahingestellt. Aber scheiß nochmal, die hauen hier ein paar Hits raus. Und wer kann das heute noch von sich behaupten, von den alten Drecken wirklich nochmal Hits zu schreiben? Die wenigsten kriegen das noch hin. Und Scorpions haben es stets hinbekommen. Die letzten Alben waren immer, immer solide und gut. Die kommen auch in ganz schönen Abständen raus. Dafür merkt man, was da für ein Herzblut drin steckt. Ich finde, Scorpions machen ihren Job immer noch gut. Rudolf Schenker ist noch lange nicht ausgebrannt. Und Klaus Meine klingt immer noch nach Klaus Meine. Und so hast du insgesamt einfach einen guten Scorpions-Sound. Und den präsentieren die halt auch auf Rock Believer wieder. Und wie gesagt, Rock Believer 4 von 5 von mir. Habe die Songs seit jetzt durch. In der gesamten Stimmung für hier und da vielleicht ein bisschen zu happy. Muss man dazu vielleicht auch noch sagen. Aber gerade diesen Umschwung, dass es dann plötzlich ein bisschen in eine andere Note geht, aber mit Bock auf Rock halt so startet, finde ich gut. Macht einfach Laune. Und so viel von mir zu Scorpions Rock Believer, 4 von 5. Ja, hört mal rein, lasst mich wissen, was ihr dazu denkt. Ich denke, zu Scorpions hat jeder eine Meinung. Diese dürft ihr jetzt tippen. Und ist natürlich auch so ein bisschen, ich will nicht sagen eine polarisierende Band, weil die ja nichts macht, was dramatisch ist. Aber es doch
Bands, die so sehr stark in Fanlagern so haben. Ne? Die einen lieben Scorpions, die anderen hassen Scorpions. Ich habe den Eindruck, da gibt es wenig Graustufen. Und ich gehöre zu denen, die Scorpions lieben. Ich meine, das war klar, ich liebe 80er-Metal. Und dann liebt man auch die Scorpions. So viel von mir. Jetzt dürft ihr tippen. Ja, falls ihr mehr solcher Videos sehen wollt, dann folgt doch dem Kanal, würde ich mich sehr freuen. Unten ist so ein Button mit dem Logo, klickt da drauf, könnt ihr dem folgen. Ansonsten freue ich mich über jedes Feedback, ich antworte auf alles, liked es, disliked es, wie es euch beliebt. Ich bin über jede Reaktion froh. Bis dahin, ich bin gespannt, was kommt. So viel zu Scorpions, ciao.